Herr González, Sie bewegen sich also als einziger der fünf wieder auf halbwegs freiem Fuß. Leider nicht in Kuba, wo Sie gerne wären, sondern in Florida. Ob Sie in Freiheit bleiben oder nicht, hängt unter anderem davon ab, ob es Ihnen gelingt, den Terroristen aus dem Weg zu gehen. Was ist das denn für eine seltsame Bewährungsauflage? Ja, das ist insofern immerhin interessant, als die USA damit nun uns zugestehen, dass wir in antiterroristische Aktivitäten verwickelt waren. Was? Die Vereinigten Staaten haben zugegeben, dass... In der Tat. Das ist allerdings sehr schwer zu verstehen, ist selbst für uns allen schwer zu verstehen. Ich habe deshalb auch die offizielle Begründung hier mitgebracht, die muss ich Ihnen schon vorlesen. Ja. Dort heißt es, als weitere Bedingung für die Freiheit unter Bewachung ist es dem Angeklagten verboten, Orte aufzusuchen, von denen bekannt ist, dass sie von Individuen oder Gruppen frequentiert werden, die terroristisch sind, und mit diesen zusammenzutreffen. Aber das bedeutet doch, dass die USA wussten, dass sie... In der Tat, nun genau, so war es. Die USA wussten erstens nun, dass es Terroristen und terroristische Gruppen in Miami gibt. Und sie wussten zweitens auch genau, wo diese sich aufhalten. Aber dieses Eingeständnis hebt doch eigentlich die ganze Anklage aus den Angeln. Wie konnte es denn unter diesen Umständen zu solch drakonischen Urteilen kommen? Nun, weil uns angebliche Bedrohung der Vereinigten Staaten vorgeworfen wurde. Das war unsere Schuld. Wir hätten die Vereinigten Staaten bedroht. Nun, das wurde auch sowohl vom Staatsanwalt als auch von der Richterin so dargestellt. Zitat des Staatsanwalts beispielsweise, unsere Aktivität sei ein Versuch gewesen, unser nationales Sicherheitssystem als das der USA und unseren höchstdemokratischen Prozess mitten ins Herz zu treffen. Ähnlich äußerte sich die Richterin. Und eins draufgesetzt hat noch der Staatsanwalt für den Süden Floridas, der davon sprach, wir hätten die Absicht, die USA zu zerstören. Sie fünf. Das trauen Sie uns nicht zu. René, erzählen Sie mir über den Prozess. Worum ging es da? Nun, ich zitiere zunächst mal wieder nun einen mit uns befreundeten amerikanischen Journalisten, William Bloom, der davon sprach, Ziel dieses ganzen Unternehmens sei nun, eine Bande von Roten an die Wand zu nageln. Das war das primäre Ziel, er hat hier völlig recht, das war das primäre Ziel dieses Prozesses, das ist bis zum Schluss das Ziel dieses Prozesses geblieben. Die Gerichtsverhandlung, sie hat im Dezember 2000 begonnen, war ganz darauf ausgerichtet und sie fand deshalb eben auch genau dort statt, wo ein solches Ziel am besten erreicht war, nämlich in Miami. In Miami ticken bekanntlich schon seit langem die Uhren anders als anderswo in der Welt. Warum ist das so? Warum gerade da? Und es hat historische Gründe. Miami hat bis heute eine Bevölkerung, nun, das sind nicht nur Kubaner, von über zwei Dritteln lateinamerikanischer Herkunft. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung spricht Spanisch als ihre Muttersprache. Also von daher war es schon selbstverständlich, dass Exilkubaner nun zunächst mal nach Miami gegangen sind. Der zweite Grund dafür war der, nun, dass Miami die Großstadt ist, die eigentlich nur einen Katzensprung von Kuba entfernt liegt. Von Miami nach Havanna sind es etwa 2220 Meilen. Also es ist hier, man kann von hier aus jederzeit wieder zurückkehren, wenn das verhasste Castro-Regime endlich beseitigt ist. Und darauf hofft eben die Exilkubaner, ein großer Teil zumindest von ihnen bis heute. Und alle Exilkubaner dort sind fanatisch und gewaltbereit? Nein, so würde ich das nicht sagen. So würde ich es nun nicht direkt sagen. Nun allerdings, nun kann man durchaus sagen, nun alle nun Verrückten, alle, die einen an der Waffel haben, nun von unten Exilkubanern, die sitzen in Miami. Ne? Ja, ich würde so aus dem Trennen zwischen fanatisch und gewaltbereit. Fanatisch sind sehr viele, gewaltbereit ist auch unter diesen Fanatikern nur eine Minderheit. Und die waren alle im Gerichtssaal? Nein, natürlich nicht alle im Gerichtssaal. Nun, darüber hat es nun tatsächlich nicht Platz gehabt. Aber diese exilkubanische Gemeinde in Florida hat ihre eigenen Medien, hat ihre eigene Presse, ihre eigenen Zeitungen und die waren dort massenweise vertreten. Und können Sie sich vorstellen, ein Geschworener zu sein? Nun,
wenn es Ihnen täglich nahegelegt wird, nun welches Urteil Sie zu sprechen haben und wehe, Sie fällen ein anderes Urteil? Mir scheint, Miami war für die Cuban Five kein besonders glücklicher Gerichtsort. Allerdings nicht. Und so sahen es auch unsere Anwälte von Anfang an. Sie haben deshalb als den ersten Antrag überhaupt gestellt, nun den Gerichtsort zu verlagern. Das ist nach US-amerikanischem Gericht ohne weiteres möglich. Nun, wenn ein fairer Prozess an einem bestimmten Verhandlungsort nicht gewährleistet werden kann, den woanders hinzusetzen. Die Richterin hat diese Forderung aber schlichtweg abgelehnt. Und so nahm dieser Prozess den Verlauf, der für ihn bestimmt war von Anfang an. Es war von Anfang an bis zum Ende ein politischer Prozess gerichtet gegen uns. Schlechte Vorzeichen, das kann man wohl sagen. Aber jetzt mal Fairness hin oder her. Was genau warf Ihnen denn nun die Staatsanwaltschaft vor? Also Sie meinen jetzt, abgesehen von der Verschwörung zum Mord, die eben Gerardo vorgeworfen wurde. Nun, ja, da wurde uns vorgeworfen als erstes, dass wir eingereist seien in die USA, ohne zu bekennen, dass wir Agenten einer ausländischen Macht sind. Na, wie konnten wir sowas nur vergessen? Das andere waren die üblichen Geschichten in solchen Fällen immer, Passvergehen, also gefälschte Pässe, nun Betrug bei der Identitätsfeststellung, Betrug zu Lasten der USA. Das waren die Begründungen, für die wir also über Jahrzehnte in Haft gesetzt worden sind. Es kam ein weiterer, wir haben uns als schuldig bekannt, was diese Vorwürfe angeht. Nun, etwas heftiger noch war noch ein weiterer Vorwurf. Nun, auch den muss ich wieder im Juristen amerikanisch zitieren. Dieser Vorwurf, der hieß, nun, wir hätten konspiriert zur Erlangung und Weitergabe verteidigungsrelevanter Informationen mit dem Ziel der Unterstützung einer ausländischen Regierung, nur eben der kubanischen. Ja klar, das ist der Punkt Verschwörung zur Spionage. Das hat mir Ihr Kollege Ramon Labanino schon anfangs gesagt. Aber da wenden Sie am besten nun an unseren Spionage-Experten und der steht hier direkt neben mir.